aus für den Tannenbaum. Auch in Castrop-Rauxel sind heute die letzten Weihnachtsbäume von Freiwilligen eingesammelt worden. Und wer wollte, konnte für diesen Service auch dieses Jahr wieder spenden. Die Feuerwehrskinder Lukas und Marie rasselten mit den Spardosen. Und dabei kam ein schönes Sümmchen zusammen. 2400 Euro für die Krebsklinik in Datteln. So haben die Bäume auch noch einen guten Zweck erfüllt. Ja, jetzt ist von Weihnachten nichts mehr zu sehen, außer vielleicht der eine oder andere Speckring, den wir uns in diesen Tagen zugelegt haben. Dazu gleich mehr. Jetzt erstmal herzlich willkommen zur Lokalzeit aus Dortmund, heute mit diesen Themen. Neujahrspläne. In unserer Lokalzeitklinik geht es heute um gute Vorsätze. Brandstrecke. Zum zweiten Mal fing hier in Herten ein Busfeuer. Und Kinderoper. Eine Schildkröte hat Premiere im Dortmunder Opernhaus. Großeinsatz für die Feuerwehr in Dortmund heute Morgen um 10. Aus dem Schwimmbad war Chlorgasalarm gemeldet worden. Zum Glück war um diese Zeit noch kein einziger Besucher im Bad. Denn das Gas ist gefährlich für die Atemwege und auch für die Haut. Deshalb blieb das Bad heute für die Besucher geschlossen. Stattdessen rückte die Feuerwehr an mit 50 Mann. Schnell waren die ersten Einsatzkräfte vor Ort, um die Unglücksstelle zu sichern und um sich ein erstes Bild von der Situation zu verschaffen. Kurz nach 10 Uhr war der Chlorgasalarm bei der Feuerwehr eingegangen. Nach und nach trafen dann weitere Spezialeinheiten ein. Der Unglücksort, das Volksbad, ein Freibad direkt hinter dem Dortmunder Stadion. Während sich die ersten Einsatzkräfte in ihre Schutzanzüge zwängten, haben Kollegen bereits ein Schutzschild aus Wasser von dem Betriebsraum aufgebaut, in dem die Chlorgasflaschen des Bades stehen. Es wird sehr viel Wasser unter sehr hohem Druck gegen eine vorgefertigte Wand gepresst, sodass sich eine richtige Wasserwand aufbaut, circa 8 Meter hoch, 10 Meter breit, also in der gesamten Breite. Und die kann dann auch nicht von irgendwelchen Gasen oder Flüssigkeiten durchdrungen werden. Lange war nicht klar, wo und wie das Chlorgas austreten konnte. Erst gestern war eine Flasche der Desinfektionsanlage ausgetauscht worden. Und somit stellte sich die Frage, ob dabei möglicherweise Fehler gemacht wurden. Doch die Unglücksursache war ein technischer Defekt. Zwischen der Flasche findet sich noch ein Druckminder, bevor das in die Anlage reingeht. Und zwischen dem Druckminder und der Anlage ist dann ein Defekt aufgetreten. Es handelt sich um eine moderne Anlage, um eine sogenannte Vakuumanlage, die also jetzt weiteres Austreten von Chlor aus diesen Rohrleitungen nicht vermuten lässt. Einem Mitarbeiter des Bades ist es zu verdanken, dass nicht mehr passiert ist. Denn vor der Öffnung heute Morgen machte er seinen routinemäßigen Kontrollgang. Es hat Gott sei Dank alles so funktioniert, wie wir es vorher auch immer geübt haben. Der Mitarbeiter hat, bevor der Betrieb begonnen hat, die Leckage entdeckt. Der Alarm wurde ausgelöst. Er hat sofort seine Chlorgasmaske wie vorschriftsmäßig aufgesetzt, hat geguckt, hat sofort die Feuerwehr angerufen, alle Sicherheitsmaßnahmen getroffen, alle Leute, die gekommen sind, sofort wieder weggeschickt, sodass insoweit auch nichts passiert ist. Nach zweistündigem Einsatz gab die Feuerwehr dann Entwarnung und begann mit den Aufräumarbeiten. Der Jahreswechsel ist ja traditionell der Tag für gute Vorsätze. Abspecken, mehr Sport treiben, mit dem Rauchen aufhören. Die Liste ist lang und oft ist der Vorsatz genau deshalb zum Scheitern verurteilt. Gute Vorsätze und ein gesunder Start ins neue Jahr, das ist heute das Thema unserer Lokalzeitklinik. Muskeln quälen. Strampeln, bis der Schweiß in Strömen läuft und das alles, um im neuen Jahr endlich gesünder zu leben und dem ein oder anderen Kilo zu viel den Kampf anzusagen. So wie vielen ging es auch Sabine Meinke. Pünktlich zum neuen Jahr will sich Stammkundin in einem Dortmunder Fitnesscenter werden. Ja gut, Jahreswechsel ist immer ein guter Anlass. Beschwerden in kleinerer Art hat jeder mal. Am Schreibtisch steht der Job heutzutage. Und dann war der Anlass sicherlich die guten Vorsätze fürs nächste Jahr. Jedes Jahr im Januar nimmt der Betrieb auf den Geräten zu. Einzelne Fitnessstudios melden bis zu 40% mehr Besucher. Ein Phänomen, das natürlich auch Trainerin Heike Becker-Hillbrand kennt. Die Wünsche der Neuen sind meist klar. Über Weihnachten wird gegessen und gegessen und gegessen. Und da möchten die Leute einfach kommen und sagen, ich möchte auch was für meine Ausdauer tun. Der Geist ist willig, doch das Fleisch bleibt oft schwach. Genauso schnell, wie sie gekommen sind, verschwinden viele Fitnesswütige auch wieder. Beim ersten Muskelkater ist häufig schon Schluss. Für Psychologieprofessorin Ingrid Josefs
ist das keine Überraschung. Denn gute Vorsätze zum Jahreswechsel sind allzu menschlich, aber leider auch allzu vergänglich. Stellen Sie sich die Situation vor, Jahreswechsel, Champagner trinken, Leuchtfeuer angucken. Da kann man wirklich tolle Vorsätze im Kopf leider allerdings nur schaffen, die dann nicht realisiert werden. Warum werden die nicht realisiert? Weil für tiefgreifende Verhaltensänderungen, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Fitness oder nehmen wir das Beispiel aufhören zu rauchen, da brauchen Sie ja langfristige Pläne, die auch, ich sag mal, sowas wie Stützstrukturen schaffen. Also Pläne, die wirklich mal durchdacht werden müssen. Und dazu kommt es ja zu Silvester in erster Linie nicht. Wille hin oder her, was man braucht, ist ein Konzept. Dabei gilt, kleinere Schritte sind besser als der große Wurf. Also lieber weniger Kuchen essen als gar keinen mehr. Außerdem hilft es, wenn man sich Unterstützung im Familien- oder Freundeskreis sucht. Auch sollte man sich vorher darüber im Klaren sein, dass es Rückschläge geben wird und überlegen, wie man damit umgeht. Zwischendurch darf man sich auch mal selbst belohnen. Dann hat man wirklich gute Chancen, das eigene Gewicht dauerhaft zu senken oder die endgültig letzte Zigarette ausgemacht zu haben. Und wie immer, wenn es hier in der Lokalzeit um Gesundheit geht, ist auch heute Dr. Berit Koch wieder bei uns, unsere Lokalzeitärztin. Gerade mit dem Abnehmen, das ist ja so ein Problem. Ne? Die Zeitungen sind voll mit irgendwelchen neuen Wunderdiäten. Keiner kennt sich mehr aus. Was ist denn jetzt wirklich wichtig? Ich denke, jeder Patient oder jeder Bürger sollte für sich die geeignete Diät finden. Oftmals hilft es schon, wenn man zum Beispiel sagt, dreimal die Woche esse ich jetzt abends nur Salat oder ich lasse jetzt mal die Sahnetorte weg oder ich mache jetzt zweimal die Woche Sport, dass man sich kleine Ziele setzt und nicht jetzt auf einmal anfängt, sein Leben total umzukrempeln. Mhm. Weil dann ist es ja genau oft so, man hat den tollen Vorsatz und dann merkt man, es ist zu viel und lässt es dann wieder. Was ist denn grundsätzlich ein Tipp, also unabhängig vom Abnehmen, um einen Vorsatz wirklich durchhalten zu können? Ich würde erst mit einem Schritt anfangen und sagen, ich esse jetzt mittwochs und freitags nur Salat und ich mache zweimal die Woche Sport. Dass man sich kleine Ziele setzt und dann versucht, die auch wirklich durchzusetzen. Und ganz klar sich die Zeit auch dafür nimmt, das ist ja in der heutigen Zeit auch sehr schwierig, sich mal einen Freiraum zu schaffen. Da fängt es ja erst mal an, dass man sagt, dieser Tag in der Woche, den nehme ich mir jetzt für mich persönlich, um auch mal da auszuspannen. Und oft ist es ja auch schon, wenn man zum Beispiel die Ernährungsgewohnheit ein bisschen ändert, schon geholfen, dass man einfach was anderes ist. Richtig, man sollte also, bevor man das Essen kocht, daran denken, habe ich jetzt genug Gemüsebeilage, lasse ich mal etwas Fleisch weg, die fetten Sachen weglassen, mehr Müsli, mehr Vollkornprodukte, einfach da schon mal anfangen und da werden die Funde schon purzeln. Wie ist es denn mit Alkohol? Das ist ja, glaube ich, auch kalorienreich, ne? Alkohol, also eine Flasche oder zwei Flaschen Bier pro Abend, das ist wie flüssiges Brot, sagt man auch. Und das ersetzt fast eine ganze Mahlzeit. Also aufpassen. Dr. Berit Koch, bis dahin erstmal vielen Dank. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben zum Thema Vorsätze und Fitness im neuen Jahr, dann rufen Sie uns an unter 0800 5678 404. Frau Koch wird Ihre Fragen am Ende der Sendung beantworten. Spektakuläre Bilder vom Supercross in Dortmund haben wir Ihnen ja gestern schon gezeigt und heute gibt es noch mehr davon. Vor einer halben Stunde war Beginn der zweiten Show am zweiten Tag. Im Moment laufen die ersten Rennen und direkt an der Strecke steht mit hoffentlich ausreichend Sicherheitsabstand Max Ensel. Ja, ausreichender Sicherheitsabstand ist hier so eine Sache. Ich stehe etwa einen Meter neben der Strecke und ich spüre hier tatsächlich den Auspuff von den Motorrädern, wenn sie hier vorbeispringen. Im Moment läuft das zweite Rennen des Abends in der großen Klasse, in der SX1. 8 Runden werden hier gefahren. Die Maschinen haben entweder 450 Kubik oder 250 Kubik, über 50 PS und damit lassen die es hier in der Halle richtig krachen, machen richtig große Sprünge. Die Westfalenhalle ist ausverkauft und die Leute sind begeistert. Ja, heute zweite Rennen. Gestern ging es natürlich los am Freitag, direkt mit dem ersten Rennen. Das dauert aber nicht so richtig lange. Wir haben ein paar Bilder vom Start vorbereitet. Da geht's los. Man kann mitzählen, genau 4 Sekunden. Dann kam die erste Kurve und dann war der große Crash da. Einer hat den noch ganz gut überstanden, nämlich Colin Duckmore. Zum 20. Mal dabei hier in Dortmund. Der lokale Held, obwohl er eigentlich aus Südafrika kommt, aber schon seit 20 Jahren dabei. Ja, und jetzt ist er bei mir. Daran kann man schon sehen. Colin, du kannst heute nicht fahren. Was ist denn gestern passiert? Ja, ein bisschen Pech gehabt gestern, muss ich sagen. Wir haben den Rennen einmal abgebrochen, war ich leider vorne gewesen. Auch zu Recht, muss ich mal sagen. Und der zweite Start, bei den zweiten Rennen, war das so, dass ich um den 6. Platz war. Dann hat der Fahrer einen kleinen Fehler gemacht und hat auf meine linke Hand gelandet. Und dabei ist mein linker Fingerhaut gebrochen und jetzt stehe ich hier nicht auf der Strecke. Sehr schade. Was tut denn mehr weh, die gebrochene Hand oder die Tatsache, dass du jetzt hier stehen musst und nicht fahren kannst?
die Tatsache, dass ich nicht fahren kann. Es tut mir wirklich sehr weh. Hier in Dortmund ist eine wahnsinnige Stimmung. Und ich habe sehr viele Freunde. Ich habe 6 Jahre lang in Siegen gewohnt. Und natürlich hier zu stehen, das ist nicht für einen Rennfahrer. Rennfahrer lieber auf der Strecke sein. Ne? Hier ist eine ohrenbetäubende Lautstärke. Ich habe gerade Fans gesehen, die haben eine Kettensäge mitgebracht. Sagen wir mal, den Motor einer Kettensäge, haben das Sägeblatt abgebaut und da vorne nochmal eine schöne Tröte dran gebaut, damit das so richtig laut wird. Jetzt wird es hier gerade ein bisschen leiser. Aber von dieser Mordsstimmung, kriegt ihr unter dem Helm überhaupt irgendwas davon mit, wenn ihr fahrt? Ja, ich meine, das ist, warum auch die Fahrer sehr gerne in Supercross fahren. Man merkt das hier, das sind 13.000 Zuschauer hier in der Halle. Wenn man einen guten Start macht, fangen sie alle an zu schreien, als wie man eine Stereoanlage in der Helm ansteht und auf 10 stellt. Für die Fahrer ist irgendwas ein sehr gutes Erlebnis und das ist auch der Grund, wie gesagt, weil sehr viele Fahrer Supercross gerne fahren. Erstaunlich eigentlich, die Luft hier drin ist unglaublich schlecht. Wie kann man hier Hochleistungssport treiben? Ja, unglaublich schlecht, das ist relativ. Ich meine, man merkt auch schön, wenn man eine lange Zeit in der Halle ist, dass da ein bisschen Abgas liegt. Aber das ist ein Teil von Rennsport und ich denke auch, dass die Grund, warum die Zuschauer alle hier sind. Teil vom Rennsport. Einerseits ist das hier im Supercross bei Dortmund natürlich Rennsport, andererseits ist es natürlich auch Show. Wenn es hier losgeht, gibt es erstmal eine gigantische Lasershow. Dann werden alle Fahrer vorgestellt und geendet wird hier auch mit einer Show, und zwar dem Freestyle. Da haben wir auch Bilder von gestern Abend. Freestyle geht es nicht um Zeit, sondern um schöne Sprünge. Vorzugsweise rückwärts, und zwar ein Salto. Ja, hier sehen wir Matt Rebeau, ein Schweizer. Der Backflip war gestern, das war langweilig. Mittlerweile halten die Jungs schon nicht mal mehr die Füße auf der Fußraste oder nehmen mal die Hand vom Lenker. Das geht auch parallel. Hier sehen wir ihn, eine Hand nach unten, One-Handed Backflip parallel gesprungen. Denn dieses Jahr ist ihm zum ersten Mal 2 Rampen hier in der Westfalenhalle aufgebaut. Ja, und da ist er nochmal in Zeitlupe und richtig schön. Ich möchte da nicht draufsetzen. Colin Duckmore ist noch hier geblieben, hat sich die Bilder jetzt auch angeguckt, fährt seit 20 Jahren Supercross. Auch schon mal ein Rückwärtssalto bewusst gemacht? Nein, auf jeden Fall nicht. Ich meine, die Jungs da draußen sind Profis. Ich muss auch sagen, Hut ab. Ich will das überhaupt nicht versuchen. Und sie machen uns so bei einer 18 bis 24 Meter Distanz. Sie sind aber Profis, und die machen das so einfach hier, aber Hut ab. Ich meine, was sie da machen, sie machen nicht nur Backflip, sie machen Backflip mit no hands, Backflip ohne Füße. Und ich stehe einfach auf der Seite von der Strecke und muss staunen. Ganz normal sind die dann aber nicht, oder? Nein, nein. Abschlussfrage. Wie lange jetzt Pause, bis es wieder aufs Motorrad geht? Ja, es ist so, ich mache jetzt eine 3-wöchige Pause. Das wird ausreichen, bis der Knochen gut zusammengeheilt ist. Dann bin ich, wie gesagt, einen Monat in Amerika. Da will ich mich vorbereiten auf die Outdoor-Saison hier in Europe. Und dann kommen wir zurück, hoffentlich fit und ready. Gute Besserung bis nächstes Jahr hier in Dortmund. Ja, die Motoren werden angelassen zum 3. Rennen des Tages. Jetzt wird es wieder laut, da können wir aber direkt auch mal zugucken, denke ich, damit man sieht, hier wird wirklich Motorsport geboten. Die Halle heute ist ausverkauft, morgen gibt es noch ein paar Restkarten. Um 14 Uhr geht es los, morgen Nachmittag, aber jetzt kommt erstmal das 3. Rennen. Die Motoren sind an, wie gesagt, ja, jetzt müssen wir mal so langsam losgehen hier. 50 PS haben die Maschinen. Es wird übrigens gesagt, wenn Amateure versuchen, damit loszufahren, dann macht die Maschine einen Satz bis ans andere Ende der Halle und der Fahrer steht noch. So, und jetzt geht's los. In die erste Kurve. Ja, einer von diesen 10 wird vielleicht König von Dortmund, und wer es dann sein wird, das erfahren wir morgen Nachmittag. Max Ensel, vielen Dank und erhol dich von deinem Stimmbandschaden. Wir kommen zu den Nachrichten. Bei einem Unfall auf der Richard-Wagner-Straße in Hamm ist am Nachmittag der 62-jährige Fahrer eines Geländewagens ums Leben gekommen. Er war bei Rot erst über eine Kreuzung und dann auf der anderen Seite gegen einen Ampelmasten gefahren. Im Krankenhaus erlag er dann seinen schweren Verletzungen. Und jetzt kommen weitere Nachrichten aus dem östlichen Ruhrgebiet in der Zusammenfassung. Nach dem Mord an einem 47-Jährigen in der Silvesternacht in Lünen sitzt ein verdächtiger Mann seit heute in Untersuchungshaft. Der Haftrichter erließ Haftbefehl gegen den 19-jährigen Bergkamener. Die Polizei hatte ihn schon gestern festgenommen. In der Vernehmung hatte er zugegeben, seinem Bekannten, in dessen Wohnung erstochen zu haben. Das Tatmotiv ist noch unklar. Kurz nach dem Überfall auf 2 Geldboten dieser Tankstelle im Dortmunder Indupark gestern Abend hat die Polizei 3 verdächtige Jugendliche vorläufig festgenommen. Die zwischen 15 und 21 Jahre alten Männer saßen in einem Auto, das den Beamten auf einem Parkplatz in der Nähe auffiel. In dem Wagen fanden die Polizisten unter anderem ein Polizeifunkgerät. Die gestohlenen Geldkassetten wurden nicht gefunden. Nach einem Verhör sind die jungen Männer wieder auf freiem Fuß. Ob sie den Überfall tatsächlich begangen haben, ist noch offen.
Die Stadt Unna hat im vergangenen Jahr das beste Gewerbesteuerergebnis aller Zeiten erzielt. Statt der erwarteten 20 Millionen Euro haben die Unternehmen in Unna über 24 Millionen Euro gezahlt. Einen Großteil der Mehreinnahmen muss die Stadt allerdings an den Kreis und an das Land abführen. Ein lebensgefährlich verletzter Mann gibt der Polizei in Castrop-Rauxel Rätsel auf. Passanten hatten den 35-Jährigen gestern mit schweren Kopfverletzungen an dieser Stelle auf der Bladenhorster Straße gefunden. Er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Weil der Mann noch nicht ansprechbar ist, konnte die Polizei noch nicht klären, ob er Opfer eines Unfalls oder eines Verbrechens wurde. Der Dortmund-Ems-Kanal zwischen Dortmund und Waltrop ist wieder frei. Er musste gestern nach der Kollision dieses niederländischen Frachters mit einer Eisenbahnbrücke gesperrt werden. Die Bundespolizei hat nach Prüfung der Brücke auch die Güterzugstrecke zwischen Ewing und Deusen wieder freigegeben. Bei dem Unfall gestern wurden der Binnenschiffer und seine Frau verletzt. Das Steuerhaus wurde abgerissen. Außerdem fiel das an Deck stehende Auto des Ehepaares in den Kanal. Und wir haben noch eine kuriose Nachricht für Sie. In Herten ist ein Bus ausgebrannt. Gott sei Dank gab es keine Verletzten. Aber jetzt viele Fragen. Denn genau an derselben Stelle, auf der L511 zwischen Herten und Recklinghausen, ist schon mal ein Bus ausgebrannt. Wir wollten jetzt wissen, ob das Zufall war oder ob es dafür vielleicht sogar eine logische Erklärung gibt. Das Ende einer Dienstfahrt. Gestern Abend fing dieser Bus der Festischen Feuer. Skurril an der Geschichte ist, bereits vor 3 Jahren brannte ein Bus der gleichen Marke an derselben Stelle aus. Manche Fahrgäste zeigen sich besorgt. Also ich fahre sehr viel Bus und das beunruhigt einen sehr. Dass ein Bus so abbrennt, verstehe ich gar nicht. Freitagabend an der Stadtgrenze Herten-Recklinghausen. Der Brandeinsatz. Die Feuerwehr tut ihr Bestes. Der Brand hat sich vom Motor bis nach vorne gefressen. Die schwer entflammbaren Materialien kokeln weiter und bereiten der Feuerwehr Probleme. Merkwürdig an diesem Brand ist, wie sich die Bilder mit einem Busbrand vor 3 Jahren gleichen. Rückblende. Es ist dieselbe Stelle, der gleiche Bustyp und auch die Zeit stimmt fast überein. Auch damals versuchte die Feuerwehr vergeblich, den Brand zu löschen. Für die aktuelle Brandursache hat das Busunternehmen die Festische noch keine Erklärung. Zur Ursache können wir zurzeit überhaupt keine Angaben machen, das ist absolut unklar. Es wird am Anfang der Woche ein Gutachter vorbeisehen und der wird dann das Fahrzeug auf Herz und Nieren testen, um zu gucken, woran es lag. Die Brandursache ist also unklar, aber für den Brandort gibt es eine Erklärung. Auf dieser Strecke fahren die Busfahrer nach Hause ins Depot. Nach Feierabend ohne Fahrgäste können sie hier einmal am Tag das Gaspedal durchtreten und das scheint manchmal den Motor hinten so zu belasten, dass er Feuer fängt. Hier an dieser Stelle geschah das bereits zum 2. Mal. Also da gibt es einen Ansatz einer Erklärung. Das ist die Strecke, die die Fahrzeuge benutzen, wenn sie nach Dienstende zum Betriebshof einfahren. Dann sind die Fahrzeuge leer. Sie erzielen hohe Geschwindigkeiten. Das ist ein Autobahnzubringer. Insofern ist niemand im hinteren Bereich, der Brandgeruch wahrnehmen könnte, sodass sich das Feuer dann auch entsprechend entfalten kann. Die Festische nimmt den wiederholten Busbrand sehr ernst. Allerdings habe für die Fahrgäste nie eine Gefahr bestanden. Theater für Kinder, das ist ja keine Seltenheit. Ganz anders ist das mit Oper für Kinder. In Dortmund soll deshalb, so plant es die Operndirektorin Christine Mielitz, eine eigene Kinderopernbühne entstehen. Bis es soweit ist, wird dafür die Bühne im Opernhaus genutzt. Und dort ist morgen auch Premiere von Tranquila Trampel Treu, die beharrliche Schildkröte. Und wir waren bei den Proben dabei. Eine Schildkröte auf einer Reise durch die Fantasie der Kinder. Tranquila Trampeltreu ist die Hauptfigur der gleichnamigen Fabel von Michael Ende. Eine Schildkröte ist auch das Maskottchen der geplanten Kinderoper, ein Projekt der Operndirektion, das mit diesem Stück am Sonntag inoffiziell Premiere feiert. Für das Theater marschiert die Schildkröte in die Zukunft. Eine Oper muss sich erfrischen in seinem Publikum. Und es ist dringend notwendig, dass auch junge Leute sich mit diesem Metier bekannt machen und dass sie die Möglichkeit haben, Musik kennen und schätzen zu lernen auf der Bühne. Und wenn man nicht irgendwann zur Musik einen Kontakt bekommt, dann haben wir hinterher nicht mal mehr die älteren Leute. Und das wäre dramatisch fürs ganze Genre. Endspurt vor der ersten Hauptprobe. Sabine Erbst, die Bühnenbild und Kostüme entworfen hat, kontrolliert in der Maske die Verwandlung ihrer tierischen Schützlinge. Hier der Eidechsen. Währenddessen werden schon die Kritiker eingelassen. Kinder, die heute als Testpublikum zugucken. Heute eingeladene Gäste und eine ganz große Ausnahme, denn wenn man etwas noch nicht ganz so gut beherrscht, dann mag man das eigentlich noch nicht wirklich zeigen. Und warum wir euch vor allen Dingen eingeladen haben, ist,
Wir möchten von euch natürlich auch wissen, ob euch dieses Stück gefällt. Im Saal wird noch eingeleuchtet. Brigitte, vor. Regisseurin Anja Nicklich will die Kinder mit Licht und Farbe einfangen. Bis zuletzt wird daran noch gefeilt. Draußen machen sich die Kinder Gedanken über Schildkröten und deren Fortbewegung. Wie bewegt die sich? Mach mal vor. Unsere Emily bewegt sich so. Erstmal pennt die eine Runde. Wir gucken, dass die Bühne erklärt wird. Also wie man hier auch sieht im Vorspiel, wir sehen, wie eine Bühne aufgebaut wird nach und nach. Und damit wollen wir Ihnen auch hier mithelfen, eine Bühne zu verstehen, beziehungsweise die Oper zu verstehen. Und darum sieht man auf der Bühne zunächst, wie die Schildkröte entsteht und damit all das, was sonst Backstage passiert. Die Geschichte von Trankilla Trampeltreu erzählt von einer Schildkröte, die von der Hochzeit des Königs der Tiere gehört hat und dabei sein möchte. Sie ist langsam und begegnet auf ihrem Weg zur Hochzeitsfeier vielen Tieren, die sie zur Umkehr bewegen wollen. Doch ihre Beharrlichkeit führt sie ans Ziel, auch wenn die Hochzeit, zu der sie dann endlich nach langer Zeit eintrifft, schon die des nächsten Königs ist. Das Stück ist zu Ende. Jetzt sind die Macher auf die Kritik gespannt. Ich finde auch die Musik schön und die Kostüme fand ich schön. Als sie immer gesagt hat, ich schaff das, das fand ich sehr gut. Doch es gibt auch Verbesserungsvorschläge und kritische Stimmen. Es sind natürlich Reaktionen, die man auch nicht erwartet, beziehungsweise wo man wirklich nicht glaubt, dass das kommt. Zum Beispiel, warum hat die Schnecke keine Schleimspur? Jetzt hat sie eine. Das Projekt Kinderoper kommt bei den Kindern gut an. Dann kann man die Oper auch kennenlernen und vielleicht interessiert man sich dafür. Und wenn es keine Kinderoper geben würde, würde man gar nicht wissen, ob man sich dafür interessiert. Und weil man da auch die Musik entdecken kann, dann hat man vielleicht auch selber Lust, irgendwas mal was zu machen. Eigentlich gehen Erwachsene ja immer in eine Oper und Kinder bleiben dann eigentlich immer bei Oma und Opa. Dann könnten Kinder ja auch mal mitkommen. Die Kinder sind dabei. Jetzt fehlen noch die Erwachsenen. Die mit dem Geld. Und die Zuschauer, wir haben Karten für Sie hier, für die Kinderoper Trankilla Trampeltreu, die beharrliche Schildkröte. Und zwar für die einzige Nachmittagsvorstellung in dieser Spielzeit. Am 14. März ist noch ein bisschen hin. Sie können an der Verlosung schriftlich teilnehmen. Schreiben Sie bitte an die Lokalzeit aus Dortmund in 44405 Dortmund oder gehen Sie bei uns ins Netz unter lokalzeit.de/dortmund. Professionelle Verkleidung ist ja eine richtige Kunst. Wir haben es gerade in dem Beitrag gesehen. Und wenn Sie auch mal in echte Theaterkostüme schlüpfen möchten, dann haben wir noch einen tollen Tipp für Sie. Garantiert ein Hit im Karneval oder auch für festliche Angelegenheiten geeignet sind die Kostüme, die das Hagener Theater nicht mehr braucht, die aber dennoch äußerst anziehend sein können. Morgen sind die Kreationen zu ersteigern, aber auch nur zuschauen ist ein Riesenspaß. Es ist ein alter italienischer Brauch, zum Fest nicht schweigend unterm Baum zu hocken, sondern die Weihnachtsgeschichte lebendig darzustellen. Mit Jesuskind, den Eltern, mit Ochs und Esel und so fort. Die Idee hat ein Verein für italienisch-deutsche Brauchtumspflege aufgegriffen, der das morgen in Werne inszeniert. Wenn es draußen frostig und grau ist, dann bringt ein Besuch in den Pflanzenschauhäusern des Dortmunder Rombergparks ein wenig Sonne. Morgen gibt es eine spezielle Führung zu den Orchideen der tropischen Regenwälder. 10 Uhr. Nicht nur an klassische Musik, auch an den Jazz wollen kleine Kinder herangeführt werden. Das erledigt Kinderliedermacher Uli Bär zu Beginn der Neujahrs-Jazz-Matinee in Unna. Später dann Swing, Latin Jazz und mehr in den Räumen der Tanzschule Kortokrax. Die Schauspieler Martin Lindow und Jochen Senf sind wohl bekannt aus den Fernsehkrimis und wie geschaffen, sich auch auf der Theaterbühne mit Mord und Totschlag zu befassen.
Revanche heißt ihr gemeinsames Stück. Die Krimikomödie feiert Montag Premiere in Marl. Zuneigungsbeweis, ich bin nicht gewöhnt. In unserer Lokalzellklinik geht es heute um Vorsätze und Fitness im neuen Jahr. Und viele von Ihnen haben angerufen, um noch Fragen zu klären mit unserer Lokalzeitärztin Dr. Berit Koch. Eine Anruferin ist Frau Genz aus Hagen. Ich habe ein Trimm-Dich-Rad. Muss ich das jeden Tag benutzen, um effektiv abzunehmen, oder reichen 2 bis 3 Mal die Woche? Also da würde ich sagen, es reichen 2 bis 3 Mal die Woche. Nach den Empfehlungen soll man 3 Mal pro Woche ca. 30 Minuten Sport treiben, um das Herz-Kreislauf-Risiko auch zu senken. Unabhängig von der Sportart? Also ja, Joggen würde auch gehen zum Joggen Beispiel? Joggen würde auch gehen, richtig. Oder etwas Fitness auf dem Rad ist sicherlich günstig. Gut. Franziska Liebermann sagt, sie habe hohes Übergewicht, ob sie sich vor dem Abnehmen medizinisch durchchecken lassen soll. Wenn sie hohes Übergewicht hat, dann sollte sie sich auf jeden Fall beraten lassen, welche Sportart für sie die beste ist. Vielleicht eine Sportart, die nicht die Gelenke so stark belastet, Schwimmen beispielsweise, aber auch dann ihren Blutzucker überprüfen. Und wer wirklich jetzt Ausdauersport machen möchte und richtig sportlich sich betätigen möchte, der sollte vielleicht vorher beim Hausarzt ein Belastungs-EKG machen lassen, um auch zu gucken, ob er normale Blutdruckwerte hat und wie die Pulsfrequenzen für ihn am günstigsten sind. Also ein Training. Ermitteln. Okay, also macht auf jeden Fall Sinn. Frank Brinkhoff aus Hamm möchte endlich das Rauchen aufgeben. Welche Hilfen gibt es da? Er kann die Zigaretten einfach wegschmeißen, das ist das Beste. Aber es gibt da natürlich Möglichkeiten wie zum Beispiel Akupunktur, da kann er sich mithelfen lassen, oder auch Raucherentwöhnungskurse. Lungenfachärzte bieten die beispielsweise an, oder sonst sich vielleicht im Internet erkundigen. Da gibt es eine Gesundheitszentrale, wo er sich Informationen ziehen kann. Eine Frage schaffen wir noch. Silke Matern aus Mark, hast du mich falsch aufgeschrieben, fragt, ob die Diäten alleine reichen beim Abnehmen oder ob man auf jeden Fall noch Sport treiben muss. Ich würde sagen, auf jeden Fall Sport treiben. Das macht den Effekt natürlich viel stärker, weil durch Bewegung natürlich auch Fett verbrannt wird und Muskulatur aufgebaut wird. Das ist besser. Frau Dr. Berenkoff, vielen Dank, dass Sie da waren. Wenn Ihre Frage jetzt nicht dabei war, dann rufen Sie einfach an. Sie können in ein paar Minuten Frau Dr. Koch an unserer Hotline sprechen und sie wird Ihre Fragen dann noch beantworten. Bitte wählen Sie 0800 5678 404. Das Wetter, es war heute wirklich trostlos draußen, grau und kalt. Den Besuchern des Dortmunder Wochenmarktes hat das aber gar nichts ausgemacht. Knackig frisch wie das Gemüse waren heute auch die Temperaturen. Bei nur 2 Grad wärmte sich Marktfrau Edda Oldewurtel beim Blumenbinden vorm Heizstrahler. Dagegen bevorzugen Friedhelm Haig und Hartwig Tomczak, 2, die sich seit Jahrzehnten bei Wind und Wetter auf dem Markt treffen, eine heiße Tasse Kaffee. Warmes ist auch in den nächsten Tagen zu empfehlen. Die Aussichten. In der Nacht meist stark bewölkt, vereinzelt Schnee. Glatt kann es werden. Die Temperaturen sinken auf 0 bis minus 2 Grad. Morgen teils wolkig, teils aufgelockert mit Sonnenschein, meist trocken bei 2 bis 4 Grad. Und die weiteren Aussichten? Montag und Dienstag wechseln sich nach frostigen Nächten wolkige und sonnige Abschnitte bei rund 4 Grad ab. Mittwoch ziehen im Tagesverlauf mehr Wolken heran, aber es bleibt meist trocken bei Werten um 5 Grad. Bei Temperaturen wie diesen sind Schnupfennasen keine Ausnahme. Dagegen hilft nur warm einpacken. Und passend zur Sendung haben wir ein kalorienarmes Tortenrezept für Sie rausgesucht. Sie bekommen es wie immer bei uns im Netz, im Videotext oder wir schicken es Ihnen auch gerne zu. Damit sind wir schon wieder am Ende unserer ersten Lokalzeitwoche aus Dortmund in diesem Jahr. Ich freue mich, bis bald. Tschüss.